Jetzt sind sie hier, hier sind Steph und Novi von Silbermond. Großen Applaus, Steph und Novi. So, na? Ja, vielen Dank für das schöne Entree. Ja, das ist es. Was mich natürlich jetzt interessiert, wo ihr die zweitbeste Schülerband Sachsens warst. Ich habe das mir ja nicht ausgedacht, das ist ja wirklich so gewesen. Ne? Ihr habt da an so einem Wettbewerb wohl teilgenommen oder irgendwas. Wer waren denn die Besten? Die Beste, also lass mich erst mal überlegen. Also wir haben bei sehr, sehr vielen Bandwettbewerben mitgemacht, muss man sagen. Ja. Und wir haben eigentlich immer den ersten gemacht. Mhm. Und deswegen war das ein sehr einschneidendes Erlebnis. Also du streust gerade sehr viel Salz in die Wunde. Das tut mir leid. Es war, der Bandwettbewerb hieß Soundcheck. Und die gewonnen haben, hießen Alive. Die kamen aus Zwickau, ne? Ja. Das war eine Band aus Zwickau. Und die haben den ersten gemacht. Und das war aber ein Grund, und zwar, du konntest Fans mitbringen. Mhm. Und zwar mit Bussen. Wir hatten einen Reisebus, mehr Kohle haben wir nicht zusammengekriegt, weißt du? Um die Fans von Bautzen da nach Freiberg, in Freiberg war das, zu kutschen. Ja. Und die anderen Bands hatten halt zwei Busse. Ah, das ist unfair. Das ist gemein. Ich möchte da auch mal noch nachträglich das als unfair anmelden. Vielleicht können wir die alten Bandmitglieder von Alive noch mal zusammenkriegen, damit wir einfach für den Zeitpunkt, dass ihr sie jetzt noch mal mit geballter Medienpower überrennen könnt. Ja? Also, wenn die Bandmitglieder von Alive, ihr werdet wissen, dass ihr es seid. Wenn ihr noch Lust habt, bringt euch noch mal zusammen, dass ihr vor versammelter Mannschaft noch mal den zweiten Platz machen könnt. Ja? Wir können auch hier so einen Shootout machen. So live, oder? Das können wir gerne machen, genau. So ein Soundclash. Ja. Links und rechts. Ach, das wird schön, ja? Also, schmeißt eure aktuellen Berufe hin und werdet wieder alive. Wenn man euch noch näher kennenlernen möchte, als das hier der Fall sein kann, dann kann man tief in den Archiven graben. Denn ihr habt mal, und das ist lange her, eine Doku-Soap über euch drehen lassen, sozusagen. Oh Gott. Und ihr habt zugelassen, dass jemand euch gefilmt hat. Das ist aber schon sehr lange her, das war 2004. Oh Gott. Das Sat.1-Magazin Blitz haben euch begleitet und Martin Käseschi, die Älteren werden sich noch erinnern, und Janet Biedermann haben das kommentiert damals. Wir haben mal einen kleinen Ausschnitt da. Oh Gott. Wir begleiten die Band Silbermond ab heute auf ihrem harten Weg zum Ruhm. Silbermond sind einfach vier junge Freunde, die wirklich Spaß an Musik haben. Die besten Freunde, die im Moment auch mein Leben sind. Ich find's geil. Silbermond ist für mich eine Band, für die man sich nicht schämen muss. Wenn ich Silbermond so sehe, dann erinnert mich schon sehr an mich, weil ich hab im Prinzip genauso eine von den Castingshow waren und Sprungbrett. Aber jetzt mal rein von den Erfolgsaussichten würde ich sagen, echt gut, weil die Jungs machen erfrischende Rockmusik, Deutsche, und ich glaube, das fehlt im Moment auch so ein bisschen in der deutschen Musikszene. Ja. Ja, und wenn man... Und da muss man ja dazu sagen, da hat da euch einer praktisch völlig zu Recht den Erfolg vorausgesagt, der später dann bei Adam sucht Eva bei RTL seinen Penis gezeigt hat. Darf man auch nicht vergessen. Ja, das war aber irgendwie niedlich. Ne? Wie ist denn das, wenn ihr euch das jetzt anguckt? Ich finde das jetzt, also manchmal guckt man so alte Sachen und weiß ich nicht, also bei mir ist das, dann schäme ich mich irgendwie dafür, aber also ich finde es so schön, sich das anzugucken, wie lange ihr das einfach schon macht. Ihr seid so unglaublich lange dabei. Wie fühlt sich das für euch an, das zu sehen? Ich dachte auch gleich, wir haben uns kaum geändert. Also ja. das ist so krass, du sahst wirklich noch ganz anders aus. Die dachten, die haben uns ja ständig in regelmäßigen Abständen gefragt, ob wir einen neuen Schlagzeuger haben. Ja? Weil bei Novi ist ganz krass, ob du Locken hast oder nicht, oder kurze Haare oder lange Haare. Ja. Und wenn ich das so sehe, denke ich, also mittlerweile bin ich wirklich entspannt geworden. Es gibt ja wirklich Leute, auch so im Privatleben, ne? Du machst mit dem iPhone ein Foto und die so, musst du vorzeigen, nee, löschen, das ist ganz schlimm. Und ich denke so, mein Gott, also man wird auch so ein bisschen mit den Jahren so ein bisschen entspannter. Und wenn ich das sehe, denke ich so, ey komm, sag mir mal, wie viele Bands gibt es denn noch nach so langer Zeit, die es einfach auch noch gibt und die noch da sind, die auch noch verstehen, die auch noch miteinander reden. Ja. Deswegen bin ich eher, finde es auch witzig zu sehen, was wir eigentlich schon
so für Zeug gemacht haben. Naja, und vor allen Dingen, dass ihr diese romantische Idee von, da sind Freunde, die sind zusammen und die machen Musik miteinander. Ich meine, jeder in dem Alter hat sich gedacht, irgendwann wohne ich mit meinen ganzen Freunden zusammen in einem Haus und wir sind eine Band oder eine Firma oder sonst was. Und es gibt halt so ein paar, die das dann gemacht haben. Und genau das habt ihr geschafft. Das finde ich wahnsinnig sympathisch, wirklich. Ja, danke schön. Also wirklich total sympathisch und schön. Ihr habt auch am Anfang in so einer Einzimmerwohnung zusammengewohnt, ne? Wenn man so wirklich ganz zurückschaut, ihr wart richtig zusammen in so einer kleinen Wohnung. Und sag dann nicht, du hast noch einen Ausschnitt aus der Doku raus. Ich hab, nein. Okay, okay, ich hätte noch mehr gehabt. Ja. Aber egal, wir wollen ja nicht nur zurückschauen. Aber ich finde es auch gut, weil in einer Einzimmerwohnung dann nicht einfach nur Freunde, die dann sich tagsüber aus dem Weg gehen können, sondern ihr müsst auch noch zusammen irgendwas schaffen. Ihr habt noch den Druck von gemeinsamen Erfolgen, aber vielleicht auch manchmal steinigen Wegen, die dann nicht so einfach zu bewerkstelligen sind. Und unter all dem habt ihr dann noch wirklich, schlaft ihr mehr oder weniger so gefühlt in einem Bett, ne? Ja. So war's. Das war eine harte Zeit. Das war auf jeden Fall, ihr habt das ja gesehen, das war der harte Weg zum Ruhm. Ja? Nein, tatsächlich war es ja so, wir wollten natürlich alle eine Wohnung hier in Berlin haben, als wir hierher gezogen sind, weil wir gemerkt haben, zwischen Bautzen und Berlin ist einfach irgendwie weit. Aber natürlich, klar, Berliner Wohnungsmarkt lief jetzt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also damals war es ja noch gut, ne? Damals war es wahrscheinlich noch gut. Ja. Und die Einzige, die eine Wohnung bekommen hat mit Bürgschaft meiner Mutter, war halt ich. Und dann war es so, okay, die Tour ging los, wir hatten die erste Platte gerade fertig. Und dann so, okay, die Jungs so, ja, mit unserem Mietvertrag hat irgendwas nicht geklappt. Das ging dann doch nicht so. Und ich so, ja, okay, komm, haut die Sachen bei mir rein, dann müsst ihr halt Matratzen machen. So, dann muss es halt so funktionieren. Und Novi hat mit so einer Liege, mit so einer Klappliege in der Küche gepennt. Und ich hatte irgendwie mein Bett ja schon aufgebaut. Und Thomas und Johannes haben die Matratzen daneben gelegt. Und so ging das bestimmt das ganze erste Jahr, wo wir aber zum Glück, weiß nicht, 200 Gigs gespielt haben. Ja. Aber wenn wir dann da waren, war es auf jeden Fall nur zum Schlafen. Ja, also das war nur die mindeste Zeit. Ist auch vielleicht gut, weil es spornt einen an, immer ganz viel so zu arbeiten, weil man nicht gern zu Hause ist. Ja? Das war auf jeden Fall so ein Case. Ist ja vielleicht ganz schön, dass man sich noch nicht allzu gemütlich macht und denkt, ach, guck mal hier neben dem Kühlschrank im Backstage, ist es doch ein bisschen wohnlicher. Ja. Ja. Ich möchte gleich mit vieles noch machen. Ich möchte noch über das neue Album sprechen. Auf heißt es. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Und ich möchte die... Hast du jemandem eine Kontaktlinse rausgefallen? Ich frage jetzt einfach mal, habt ihr nicht auch ein bisschen Übung langsam darin, in Alben zu machen? Wird das nicht auch irgendwie einfacher? Wäre schön, wenn es so ist. Oder? Ja, man weiß doch jetzt, wie das geht. Wie lang die Lieder sein müssen, wie Gitarre ist und wie man das alles so zusammen macht. Oder ist das schwieriger? Also du machst ja auch Mucke, ne? Du weißt ja, dass es ist immer wieder spannend und es ist auch immer wieder für einen selber so, das so für sich zu entdecken und zu merken, ey, wir sind Musiker und das, was wir da draußen erleben und das, wie wir die Welt so wahrnehmen, können wir irgendwie reflektieren, indem wir halt Songs machen. Ne? Irgendwie ist das auch so ein bisschen... Ist ja auch du hast die Zutaten, aber nicht das Rezept. Ne? Mhm. Ah, ja. So kann man das ungefähr beschreiben. Ah, das ist aber schlau. Ja. Er sagt immer so schlaue Sachen, das finde ich gut. Das ist ja wirklich irgendwie gut, ne? Ja. Ja, weil wir können alle Zutaten haben, es wird trotzdem scheiße schmecken. Weißt du, ist ja, man muss schon auch wissen, ne? Selbst also, wenn man nicht schwimmen kann, hilft auch die schönste Badehose nichts. Was soll man machen? Ne? Selbst wenn man eine richtige Wasserratte ist. So, also vor allen Dingen werden diese Songs, und das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, die damit einhergeht, die werden ja manchmal für Leute fast wichtiger als für euch. Das kann man ja gar nicht verhindern. Es gibt einige Songs, die Menschen vielleicht in ganz wichtigen Lebenssituationen begleiten und irgendwie denkt man das ja mit. Zum Beispiel euer Song Das Beste ist der meistgespielte Song auf Hochzeiten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie viele Leute praktisch den wichtigsten oder schönsten Tag ihres Lebens, denkst du das beim Schreiben oder beim Komponieren, denkt ihr das mit nach dem Motto, oh Gott, ey, jetzt haben wir irgendwie schon auch eine Verantwortung für die Gefühlswelt anderer Leute hier? Also es ist absurd, wir kriegen schon krasse Geschichten, auch sehr viele persönliche Geschichten und das ist ja krass, die Leute kennen uns zwar, aber wir kennen sie ja nicht. Und sie lassen uns trotzdem so krass in ihr Leben rein. Ja. Und ich finde, das ist natürlich das Krasseste, was einem Musiker passieren kann. Ne? Mhm. Dass wir so ein emotionales Geschenk kriegen, dass unsere Musik so eine Rolle im Leben von anderen spielt. Aber mein Standardspruch ist trotzdem, überlegt euch das bitte. Ja. Weil wenn ihr euch dann scheiden lasst, dann sind wir plötzlich die beschissenste Band, die ihr kennt, weißt du? Ich sag, das möchte ich nicht. Also bitte überlegt euch das genau. Ich würde sagen, einfach ist immer so ein bisschen so eine heikle Geschichte. Ich habe eine Idee. Einfach um die Fans praktisch trotzdem bei der Stange zu halten, müsst ihr noch einen Scheidungssong rausbringen, ja? Ja, eigentlich schon. Ja, dass man einfach sagt, den ersetzen wir jetzt praktisch einfach und dass ihr auch direkt mitliefert für
eine schöne Scheidung. Na, ich habe ja gesagt, wir haben so Songs für alles. Ne? Zum Beispiel, wenn du feststellst, du wird langsam mal Zeit, Beziehung läuft nicht mehr so, ne? Leichtes Gepäck. Man muss sich manchmal auch von Dingen trennen. Ja. Ne? Und dann hast du Liebeskummer, dann hast du halt Symphonie. Mhm. Ne? Also wenn man möchte, findet man bei uns schon so einiges. Aber ich glaube, hört man die neue Platte rein, da könnte vielleicht auch ja. so ein bisschen was dabei sein. Ja, ist doch gut. Ja, warum denn nicht? Ja? Also für jede Lebenslage und für alles, in das ihr euch entweder rein oder raus manövrieren wollt, habt ihr den passenden Soundtrack, wenn ihr denn möchtet. Denn das ist natürlich, hat natürlich etwas mit einem selber zu tun, was man dann da so hineininterpretiert. Auf jeden Fall die Grundlage, das Potenzial dafür ist da, weil das sind halt schöne Songs, die man so oder so oder so verstehen kann. Das ist ja das Gute an schöner Musik.